Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und wir waren wieder mal im Kino. Diesmal ging es zu Stephen Kings S Kapitel 2. Und was soll ich dazu sagen? Ich sage immer, Horror ist nicht gleich Horror. Das musste ich erfahren, als ich mich so riesig auf Friedhof der Kuscheltiere gefreut habe. Und als ich dann im Kino war, ging es mir ungefähr so. Ihr seht, Begeisterung sieht anders aus. Gelangweilt saß ich immer im Sitz und habe gedacht, warum sah der Trailer so richtig genial aus? Warum ist der Film jetzt so aufgebaut, so nichtssagende Charaktere, alles zieht sich so? Also da bin ich sogar bei Poltergeist, bei der Neuverfilmung, war ich positiv überrascht. Das hat richtig tolle Charaktere gehabt, die Chemie hat gestimmt, man hat gerne mitgefiebert, hatte Schreckmomente. Bei Friedhof der Kuscheltiere komplett enttäuscht, bei S damals ganz anders, du bist rein, hast gedacht, gut, du kennst die alten Filme, gehst da rein, du hoffst, die verkacken es nicht und du warst so geflasht, die Schauspieler, die Kinder, der Witz, der Humor, aber auch das Spannende, das Gruselige, die Effekte, das hat alles so geflasht und seitdem habe ich mich natürlich gefreut auf Kapitel 2. Wie immer bei Fortsetzungen hat man natürlich die Angst, dass das wieder mal in den Sand gesetzt wird, da sie dem Erfolgsdruck nicht standhalten können. Aber ich muss jetzt sagen, finde ich, hat überhaupt Angst, hätte ich da, was ist, oh mein Gott, ich bin in den Film. Ich habe gedacht, ich raste komplett aus. Die anderen sind schon abgeneigt gewesen, als sie gehört haben. Der geht fast drei Stunden, das hält doch keiner aus, das wird doch langweilig, das zieht sich doch, aber der Film ging schon brutal los mit so einer Härte, das ging mir schon so ans Herz, ich habe gedacht, boah, das ist lustig, das ist cool und dann wurdest du gleich auf den Boden der Realität zurückgeholt, so grausam schon am Anfang, dieses Menschliche, was da gezeigt wurde und das ging mir wirklich ans Herz. Dann hast du gesehen, wie die sich alle versammelt haben, wie die zusammengerufen wurden. Den einen hat's gleich erwischt. Sag mal, wir spoilern mal hier wieder ordentlich. Aber der Rest der Freunde, die sich versammelt haben, das waren auch lauter illustre Gestalten. Als Kinder haben die schon einiges hergemacht, jetzt als Erwachsene natürlich auch. Denn der Splitmann war auch dabei. Den habe ich besonders gemocht natürlich. Und das sind wieder die Worte geflossen. Da wurde wieder gestängert, da wurde gestichelt, überall wo es nur ging. Der Film also nicht nur als Gruselfilm anzusehen, der war auch sehr unterhaltend natürlich. Der hatte auch viel Witz, Humor. Der hat in vielen Szenen, aber der war so ekelhaft einfach nur die Effekte, aber so genial gemacht und immerzu ist irgendwas passiert und irgendwas hat dich erschreckt und jeder hat seine eigene Horrorwelt durchlebt erstmal. Zusammen haben sie dann nochmal eine ganze Horrorwelt durchlebt. Ich war also wirklich begeistert. Ich hätte gesagt, der Film, der hätte auch 6 Stunden gehen können, wenn das so weitergegangen wäre, wie es da war, wie das aufgebaut war, fand ich das eben richtig genial. Ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht gewesen. Ich habe mir den nach dem Kino auch gleich vorbestellt wieder mal für meine Sammlung. Habe ich ja bei Friedhof der Kuscheltiere nicht gemacht, aber ab 16, ich verstehe es immer noch nicht, wie so ein Film ab 16 sein kann, der so brutal wirkt, der so solche ekelhaften, gewalttätigen Szenen dann hat, wo dir ein Messer durch die Wange gestochen wird und ich sag nur, die Spinne, die aus dem Kopf und da war so geniales Zeug dabei und die Leute, das Kino, das war auch richtig voll, die saßen alle da und ich bin so oft zusammengezuckt und erschrocken einfach nur. Wir haben es auch im Dolby Surround erlebt. Das war ein richtig geniales Erlebnis. Der Klang, das Bild, die Grausamkeiten, der Horror, die Spannung. Ich finde wirklich, alles war da. Auch das Zwischenmenschliche hat wieder mal gestimmt. Ich fand es auch schön, dieser Wechsel immer von der momentanen Zeit, was man erlebt hat, zurück zur Kindheit, die Erinnerungen, die sie da erlebt haben, dass man noch ein bisschen aus der Kindheit mehr erfahren hat von den einzelnen Personen, was also bei denen wirklich noch so abging. Immer wieder diese Flashbacks, sag ich mal dazu, Kinder, Erwachsen hin und her, wieder brutal, Grausamkeiten und ich fand sogar, der zweite Teil war einfach noch brutaler und noch hemmungsloser als der erste, wie viele Leute da wirklich gestorben sind und wie viele Kinder da auch umgebracht wurden, du wirklich gedacht hast, ach, die ist aber niedlich,
zack, Kopf abgerissen, fertig, so muss es sein. Und du denkst, was, ist das gerade wirklich passiert? Das können die noch nicht zeigen. Solche Filme, da wird doch immer alles ausgeblendet. Oder du denkst, es passiert was, aber es passiert zum Glück nichts und du hast so mitgefiebert. Aber es ist passiert. Du hast immer gedacht, nee, das machen sie jetzt nicht, oder? Bäm, zack, Kopf ab, fertig, hin und her. Ich habe wirklich gedacht, was ist das? Was passiert hier gerade? Und diese grauenvollen Horrorvisionen, die Darsteller eben durchlebt haben, haben mich so geflasht. Ich fand die Effekte wirklich so genial, gleichzeitig richtig spannend, gleichzeitig aber auch irgendwie so lustig. Die Sprüche, die da geflogen sind, das hat mir richtig Spaß gemacht. Für mich also S Kapitel 2, ein richtig genialer Nachfolger von S Kapitel 1. Der hat sogar noch einen draufgesetzt. Ich bin begeistert, ich kann das nur empfehlen. Geht ins Kino, wenn ihr den nicht geguckt habt. Fand ich sogar besser als das Original. Da fand ich sogar, das Original hat sich ein bisschen gezogen. Da konnte ich mit den Charakteren, mit den Schauspielern nicht so sympathisieren für die damaligen Verhältnisse. Okay, war schön, war super. Aber was jetzt nochmal mit Effekten, mit Musik, mit Darstellung erzeugt werden konnte, das hat mich richtig begeistert. Das hatte ich zum Schluss bei Evil Dead in dem Wald mit der Hütte und den Dämonen, wo die besessen war. Das fand ich auch ein Film, der von seiner Härte und Brutalität und Darbietung einfach richtig krass abging. Auch die Musik und die Untermalung. Und bei S Kapitel 2 hatte ich dieses gleiche Feeling. Das sind zwei Filme, die bei mir jetzt ganz oben stehen auf der Horrorliste. Denn selbst von Halloween, dem neuesten Teil, der zuletzt im Kino war, selbst da war ich enttäuscht. Da habe ich mir auch vom Trailer so viel erwartet und der Film hat sich eigentlich so gezogen. Die hatte ich damals so gut in Erinnerung, diese alten Michael Myers Filme, aber der neue, wo man denkt, die haben so viele Möglichkeiten jetzt, waren zwei brutale Szenen dabei, der Rest war alles so, das müsst ihr euch denken und der Schluss war total unsinnig, aber S Kapitel 2, der hat mir richtig gut gefallen. Das war Popcorn-Kino bis zum Ende, 3 Stunden lang, da hat man ordentlich was bekommen für sein Geld. Kann ich also nur empfehlen, wer den noch nicht geguckt hat, geht da rein, ein Film für die ganze Familie, ab 16, aber ich würde sagen, ab 18 wird es besser treffen, vielleicht sogar ab 21. Ich habe jetzt noch Albträume, seht mich an, der Kopf ganz rot. Und ich wollte unbedingt so einen Luftballon haben. Die hatten nämlich da bei dem Popcorn-Verkauf, waren so Luftballons, rote Luftballons, wo S Kapitel 2 drauf stand. Aber die Dame hat uns leider keinen mitgegeben. Pupsi hat da extra nochmal nachgefragt, als sie sich was geholt hat. Aber das sind ja nur Requisiten. Die schmeißen sie im Endeffekt eh irgendwann weg, Ende der Woche. Aber sie hätten einen ja eine Freude machen können. Haben sie nicht, kann man nichts machen. Trotzdem, in Suhl waren wir nämlich wieder beim Cineplex. Kann ich auch empfehlen. Finde ich einfach ein wunderprächtiges Kino. Da gehe ich auf jeden Fall gerne hin. Finde ich besser als Coburg, finde ich besser als Meiningen. Was hier so in der Umgebung ist, immer Suhl. Und ihr schreibt mal rein, wo geht ihr immer ins Kino, ne? www. und sonst was. Ihr guckt doch immer hier im Internet, ihr Schlingel. Aber S Kapitel 2, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Richtig krasser Horror, spannend, brutal, erschreckend, ekelhaft, aber witzig, charmant, alles gleichzeitig. So muss ein Horror sein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Tja, hättest du mal lieber S geguckt, ne? Statt Friedhof der Kuscheltiere. Dann wärst du jetzt nächster Platt, Bruder. Lebst du noch? Hallo?